Hallo, wer bist du denn? Hallo Katrin. Hallo Katrin, ich bin Ralf. Mein Name ist Ralf Tobias und ich lebe in Hannover seit meinem 20. Lebensjahr, weil ich hier studiert habe, Tiermedizin an der hiesigen Hochschule. Ja, hier hängen geblieben zu sein, hört sich negativ an. Ich bin hier geblieben. Ich habe mich für Hannover entschieden und habe nach langer Zeit in der Universität als Klinikassistent meine eigene kardiologische Praxis eröffnet in Hannover. Das Und heißt, die ich habe ich kann dir jetzt mal, mittlerweile seit über 25 Jahren. das heißt, ich kann dir mal eine kleine Katze zum Ultraschall vorbeibringen, vom Ultraschall vom Herzen. Das kannst du machen, dafür bin ich da. Ja, sehr schön. Ich habe aber gehört, und das hat mich auch zu dir geführt, dass du dich für auch etwas größere Katzen interessierst. Ich will noch kurz dazu sagen, wie wir zusammengefunden haben. Wir beide haben eine Vorliebe für Schwarz-Weiß. Bei mir sind es die Klaviertasten. Und bei dir sind es die Flecken, die schwarzen Flecken auf dem weißen Pelz von Geparden, richtig? Ja, das ist richtig. Der Mm. ist zwar nicht ganz weiß, das ist unterartspezifisch unterschiedlich. Manche sind tatsächlich nur ganz leicht sandbraun in einigen Bereichen und haben viel weiß. An und für sich ist der Gepard hell sandfarben. Der Aber mit Gepard an schwarzen Topfen. sich. Ja, und du hast Fotos geschickt. Ich werde da versuchen, dass wir hier in diesen Film auch ein Foto von dir einblenden. Du bist eigentlich auch ein Fotograf vom Beruf. Kann man das so sagen? Tierfotograf? Von Beruf leider nein, aber ich bin das, was man so semi-professionell nennt. Ein sehr engagierter ja, Amateurfotograf auf hohem Niveau. Ich fotografiere seit dem 13. Lebensjahr und habe mich früher und auch heute noch in zoologischen Gärten ausgetobt. Aber inzwischen gehen doch viele, viele Reisen seit dem Studium nach Afrika, in das Lebensgebiet der Geparde und anderer Großkatzen. Und ich bin dort involviert, ja, nicht nur touristisch, sondern ich habe auch in Südafrika einige Monate studiert, in Pretoria, und habe dort Kontakte zu Gepardenforschungsstationen bekommen und bin da heute auch noch sehr engagiert. Wir versuchen uns regelmäßig zu sehen. Es gibt einen fachlichen Austausch, weil ich auch die Ehre habe, in Safari-Parks Geparde gesundheitlich zu betreuen, als Co-Tierarzt die Kollegen dort zu unterstützen, wenn es um Probleme geht, die diese Art besonders hat, und hier mein Wissen zu teilen. Wie kommt man denn ran an so einen Geparden, wenn man ihn fotografieren will? Oh, das ist eine multifaktorielle, wie wir in der Medizin sagen würden, Geschichte. Ich bin seit 1984 in Afrika unterwegs. Sehr, sehr regelmäßig, fast jedes Jahr. Und ich habe Reisen, Safaris, wie wir sagen, erlebt, wo ich keinen Geparden gefunden habe, obwohl ich in einer Domäne dieser Tiere unterwegs war. Sie sind sehr scheu, sie sind zurückgezogen. Man muss bei dieser aussterbenden Tierart, wir haben nur noch knapp 6.000 Individuen weltweit in freier Natur. Das ist eine kleine Zahl. Als ich angefangen habe, mich für diese Tiere zu interessieren, war diese Zahl um ein Vielfaches höher. Also in meiner Lebensspanne ist diese Tierart ja fast dem Aussterben nahe. Und das ist sehr betrüblich. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, wie Schwund des Lebensraumes, ein gewisser genetischer Engpass bei dieser Spezies und damit gewisse Anfälligkeit für Krankheiten, aber durchaus auch Konkurrenzraubtiere, die dafür sorgen, dass aus einem Gepardenwurf oftmals 75% sterben müssen in jungen Monaten und Wochen. Das größte Problem der Neuzeit ist ein sogenannter Wildlife Traffic. Wir haben zwischen Somalia, dem Horn von Afrika, wenn man so will, hier in diesem Bereich, einen Wildfang durch Wilderer, die diese Geparde in die Vereinigten Emirate und Saudi-Arabien als Haustiere verkaufen.
Das ist eine sehr betrübliche Geschichte, die offiziell staatlich natürlich verboten ist, nicht unterstützt wird. Aber wo viel Geld ist, ist ein Weg. Und so sammeln sich in Somalia, in Hafen, wo wir, nicht wir, sondern der CCF, der Cheetah Conservation Fund, Auffangstationen gebaut hat, Gepardenbabys, die dort vom Zoll diesen Schmugglern entrissen werden können. Mhm. Und diese Wegnahmen aus der freien Natur sind etwas, was die Population nicht gut verkraftet. Mhm. Und was ist das Gegengift? Das Gegengift wäre weniger menschliche Eitelkeit. Dass gut. wir diese Tiere nicht als Haustiere brauchen. Mhm. Ja. Das Gegengift wäre auch, dass wir den Lebensraum dieser Tiere erhalten. Mhm. Und das fängt bei Dingen an, die momentan sehr populär sind in der Diskussion, wie Klimawandel. Auch der findet in Afrika statt. Wir haben dort in Bereichen, die regenarm sind, auf einmal sehr viel Regen. Das hört sich erstmal gut an für die Landwirtschaft. Aber wenn zu viel Regen fällt, wissen wir selbst, ist das auch nicht gut. Mhm. Also es gibt viele Dinge, die da ineinander greifen. Und wichtig ist, dass es für jede Tierart, nicht nur Geparde, ein Gleichgewicht gibt. Mhm. Es muss Beutetiere geben, es muss Klima geben, es muss Lebensraum geben. Mhm. Und der sollte möglichst gesund sein. Und das haben wir heutzutage leider nur noch in einigen Nationalparks und Reservaten und relativ wenig ursprüngliche Wildbahnen. Gibt es etwas, was der Einzelne tun kann? Bitte, das kam akustisch nicht. Gibt es etwas, was der Einzelne tun kann? Der Einzelne, das ist die Frage, wo der Einzelne sich befindet. Natürlich ist es so, dass wie überall, da trete ich jetzt fast in Chimeks Fußstapfen, man einen Spendenaufruf machen kann, der afrikanische Länder, wo diese Tiere leben, in ihren Naturschutzbemühungen unterstützt. Mhm. Und ob das der WWF ist oder ob das Organisationen wie der CCF in Namibia sind. Vorsitzende ist Dr. Laurie Marker, das kann jeder auf Facebook oder im Internet googeln. Dort kommt das Geld gut an und findet eine gute Verwendung. Das ist gut, dass das mal jemand sagt, der das weiß. Ja, es ist natürlich so, es ist ja bei jungen Menschen etwas, was es zu meiner Zeit nicht gab, dass es in Afrika Farmen gibt, die sich aktiv um Tierschutz bemühen, überwiegend in Namibia. Dort kann man hospitieren, mitarbeiten, Tierauffangsstationen, wo Babys, die in der Natur überbleiben, weil die Elterntiere gestorben sind, in Fallen verendet sind. Mhm. Da können junge Menschen zupacken, eine Menge lernen und einen ganz tollen Zugang zu diesem Thema bekommen. Ja. Sehr schön. Das ist eine gute Nachricht. Ja, man hört ja öfter mal Aufrufe und auch Informationen, aber weiß dann immer so gar nicht aus der Ferne, ist das jetzt seriös, ja, oder ist da wirklich was dahinter? Ja. Und das ist, finde ich, jetzt mal ganz toll, das von dir, lieber Ralf, mal gehört zu haben, wie das wirklich ist. Ich hätte gern trotzdem noch ein Wort zu den schönen gepunkteten Tieren. Warum Geparden? Warum haben die dir es besonders angetan? Ja, das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich weiß aber, wo dieses Interesse geweckt worden ist. Das geht auch zurück in meine vorpubertäre Zeit, um die 10 Jahre. Da gab es eine sehr erfolgreiche Sonntagsnachmittags-Tiersendung im Reich der wilden Tiere. Eine amerikanische Sendung mit einem Mann, der analog zu unserem Chimek sich positionierte. Und der Filmbeiträge wie Chimek auch aus der ganzen Welt zeigte. Und die hatten an 2 Sonntagen hintereinander Filme über Geparden. Mhm. Und dieser eine Film hieß Gepardenland. Mhm. Und ich weiß es noch wie heute, vor dem Fernseher und war fasziniert. Mhm. Ich war einfach fasziniert und habe dann angefangen, mich zu informieren. Und damals gab es kein Internet, keine Smartphones. Die heutigen Generationen können das gar nicht nachvollziehen. Mhm. Unser einer musste in Büchereien gehen, in Buchläden. Da gab es zu dem Thema nichts. Da gab es vielleicht mal so ein Bildband über Afrika. Aber gezielt über diese Tierart, nein. Und dann gab es Bücher einer Engländerin, die in Kenia lebte
und die sehr berühmt worden ist durch die Verfilmung ihres Lebens Born Free. Mhm. Über die Betreuung einer Löwin, Elsa, die in Kenia renaturiert, sagt man, also wieder eingebürgert worden ist als ein Findlingsweise und dort ein eigenständiges Leben geführt hat. Und diese Joy Adamson und ihren Mann George Adamson immer wieder besucht hat. Und diese Konnektivität aus dem Meru-Nationalpark in Kenia zu diesen Katzen gipfelte darin, dass sich diese Frau später auch Geparden und Leoparden annahm. Mhm. Und jedes dieser Rewilding, ist vielleicht besser als Renaturierung, darunter versteht man noch ein bisschen was anderes, Rewilding-Phänomen, hat sie Bücher geschrieben. Und diese Bücher habe ich verschlungen. Die gab es natürlich auf Englisch und aber auch in einer deutschen Übersetzung, die mir damals noch lieber waren als das englische Original. Heute wäre es egal. Naja, und durch diese Bücher war ich dann fixiert. Und diese Faszination hat sich bis heute erhalten und mit dem Älterwerden, anderen finanziellen Möglichkeiten, habe ich diesen Teil neben meinem beruflichen versucht, so gut zu leben wie möglich und einen Beitrag zu stellen in der Erhaltung dieser Art. Wunderbar. Das hat dich dann auch bewogen, Tierarzt zu werden, nicht? Das war so früh, ja, dass... Ja, das ist definitiv einer der Schlüssel. Für mich war klar, entweder wird es Biologie oder es wird Tiermedizin. Und das Ziel war Zootierarzt oder Zoodirektor. Okay. Nachfolge Chimek, was man als Kind so im Kopf hat. Ja. Wie es dann so ist, das Leben stellt Realitäten. Aber interessanterweise wäre ich tatsächlich um Haaresbreite im Zoo Dortmund angestellt worden, professionell. Ich hatte dann die Wahl, bleibe ich an der Hochschule, gehe ich in den Zoo Dortmund. Und dann wurde mir, worum ich überhaupt nicht böse bin im Nachhinein, aber damals war ich niedergeschlagen, wurde mir diese Entscheidung abgenommen von der Stadt Dortmund. Es wurde damals zum allerersten Mal eine Frauenquote eingeführt. Heute würde man sagen, meine Güte, das ist doch selbstverständlich. Nein, Frauenquoten werden ja hier und da immer noch gefordert. Und wir wissen, dass es in vielen Bereichen da Disbalancen gibt. Mhm. Damals war das ein unglaublich politisch heißes Eisen. Mhm. Und die Stadt Dortmund ist fortschrittlich vorweggegangen und hat gesagt, jede Stelle, die wir von der Stadt vergeben, muss bei gleicher Eignung an eine Frau gehen. Mhm. Ja, gut, und dann so hat sie mal was Positives. Dieses legendäre Telefonat, ja, eigentlich ist die Stelle schon ausgemacht, aber, und dann bewarb sich eine Kollegin und das war's. Ja, wunderbar. So kann es gehen. So kann es gehen. Und dieser Weg, der dann doch so ganz geradlinig aussieht mit dem Interesse an den Tieren, den Geparden und dann der tierärztlichen Tätigkeit und weiterhin Geparden Gutes tun und retten und aufmerksam machen und fotografieren, ist aber trotzdem noch mal beinahe gesidetrackt worden von der klassischen Musik, wie ich erfahren habe. Du wolltest mal im Chor singen. Ja, das ist ja gleich die übelste Geschichte. Ja, herrlich. Also es ist tatsächlich so, dass ich als Kind, sehr, sehr jung. Damals gab es ja noch Tonbänder, wie ältere Zuhörer, Zuschauer wissen. Wir hatten in unserer Familie auch so ein Tonband. Und mein Vater hatte eine relativ große Sammlung an verschiedenen Musikrichtungen, unter anderem auch Klassik. Und das wurde dann bei uns am Wochenende gehört. Und ich entdeckte dort als Kind, gar nicht groß hinterfragend, eine große Zuneigung zu Beethoven. Und ich weiß es auch noch, wie ich da im Esszimmer Beethovens 9. durchdirigiert habe. Wie alt warst du denn da? Und für mich war klar, ich werde Dirigent. Ja, wie alt warst du? Ach, war ich denn da? 6 Jahre, 7 Jahre. Na? Also wirklich gut. Jung. Und nun gut, man wird älter und die Realitäten des Lebens zeigen andere Wege auf. Aber dieser Zugang, ich liebe noch heute Beethoven und wir haben das Beethoven-Jahr, das verdrängt man ja komplett über diese
Corona-Geschichte, die ja so allgegenwärtig ist in allen Kanälen. Ist es eigentlich schade, dass auch hier wieder Kultur so ein bisschen zum Opfer fällt? Ich habe mir das Interesse an dieser Musik erhalten, völlig egal, ob das Popmusik war oder ob das jetzt klassische Musik war oder ob es eben auch leichte Muse wie Musicals waren. Ich bin eigentlich erst wieder übers Musical zur Klassik zurückgekommen. Und zwar hatten wir, oder bin ich die Generation, die es erleben durfte, wie Musicals nach Deutschland kamen. Ja. Damals war das ein Event, der in den Tagesthemen einen eigenen Filmbeitrag bekam. Ach. Das ist für heutige Premieren undenkbar. Welches war's? Welches Musical? Wenn man in London geschnipst hat, haben die Tagesthemen über die Premiere-Ausschnitte aus der Show einen kompletten Beitrag gesendet, wenig später nach wichtigen politischen Nachrichten. Also das hatte einen ganz anderen Event-Stellenwert als heute. Eine andere Meldung in der Öffentlichkeit. Nicht? Die Zeitschriften waren voll mit Artikeln darüber, wer spielt das Phantom der Oper. Und da schließt sich der Kreis. Dieses von mir sehr geliebte Stück, damals bisschen kaputt gespielt worden, leider in jüngerer Zeit, hat in Hamburg seine Deutschland-Premiere gehabt und wurde durch keinen Geringeren in der Titelrolle als Peter Hofmann verkörpert. Weißt du noch, wann du da warst? In der ja, Flora ich ist weiß das, noch, oder? Ich gesessen bin mit einer Freundin zusammen, vorne links, dritte Reihe. Das waren die leistbaren Plätze mit teilweise blockierter Aussicht auf die Bühne. Aber die dritte Reihe hatte den fantastischen Blick, dass man Herrn Hofmann wirklich in diese hinter der Maske versteckten Augen gucken konnte und diese zwei verfärbten Augen sehen konnte. Und das war ein sehr intimes Erlebnis dieses Stückes, das ja doch emotional ziemlich trägt. Und nun gut, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich muss gestehen, ich habe mehr als eine Vorstellung gesehen und habe dann Peter Hofmann recherchiert. Heute ein Klick im Internet auf YouTube. Man hat alles, was man braucht. Damals war das wieder der Gang zu Canossa, Plattenläden, CDs gucken, Vinylalben gucken, was gibt es. Und ja, der Mann hat sehr viel Wagner gemacht und war in Bayreuth zu seiner Zeit ein großer Name. Das ist später sehr in Vergessenheit gekommen. Man hat dann mehr so leichte Muse mit ihm assoziiert, weil er auch Country gemacht hat, Elvis. Aber in Wirklichkeit hat der Mann als erster dieses Crossover bedient. Aber Deutschland war in seiner Spartenpolitik, klassische Musik, Popmusik, irgendwas dazwischen, Volksmusik, nicht angetan. Viele wussten da nicht, wo stecke ich den denn jetzt hin? Und das ist etwas, was, glaube ich, in seiner späten Karriere auch ein bisschen an ihn genagt hat. Aber er hat sehr tapfer, trotz seiner Krankheit, Parkinson, an der er auch viel zu früh gestorben ist, sich positioniert. Und ja, man muss sagen, sein letzter wirklich großer Erfolg war das Phantom der Oper. Und da steht er bis heute als einer der weltweit besten Interpreten dieses Stücks, selbst in Amerika bekannt, also in einschlägigen Kreisen natürlich, ja, ja. Die dieses Genre lieben. Also ein Ausnahmekünstler. Und der hat mich zu Wagner gebracht. Und so vervielfältigt sich das. Ja? Dann kommt Tannhäuser, dann kommt Lohengrin. Man hört eine Oper nach der anderen, dann natürlich auch mit anderen Besetzungen. Also es gibt immer so einen Dominostein-Effekt. Und daraus resultierte dann irgendwann das Üben und Training der eigenen Stimme. Und dann wurde ich von einer Kollegin verraten und verkauft an die Oper in Hannover. Die suchen Chorsänger und wenn ich sie, wer dann? Das war mir ein bisschen unangenehm, weil ich auch nicht wusste, wann soll ich das leisten. Die Praxis war frisch gegründet. Aber gut. Es war mir eine Freude, ich bin eingeladen worden, bin hingegangen, habe vorgesungen. Das Feedback war in der Tat sehr witzig. Da kam dann zwischendurch einer raus und sagte, ja,
Die hast du jetzt komplett verwirrt. Sowas haben die überhaupt noch nicht erlebt. Sie sagten, als Chorsänger bin ich völlig ungeeignet, aber der Tenorbariton, den ich inzwischen nicht mehr trainiert habe, das also bitte jetzt nicht zu einer Probe auffordern, das muss man trainieren wie ein Muskel, die Stimme. Und ja, also sie haben gesagt, wenn ich bereit bin, Ausbildung zu machen und zu bleiben, dann würden sie meine Karriere dort einstielen. Aber eben nicht im Chor, sondern dann eben als Tenor oder Bariton oder irgendwas dazwischen. Ja, und das ging damals nicht. Ich war frisch niedergelassener Tierkardiologe und so blieb es ein Hobby. Und ich habe erstaunlicherweise festgestellt, dass viele Mediziner, insbesondere Fachrichtung Kardiologie, als Hobby und Ausgleich Musik haben. Und ein älterer Kollege, zu dem ich damals sehr aufgeblickt habe, Rosenthal in Bremen, der sagte mal zu mir, nicht umsonst gibt es in der Kardiologie und in der Musik die Synkope. Und Kardiologie hat viel mit Tönen zu tun in unseren Untersuchungen. Und man muss ein Gehör haben dafür. Und vermutlich ist es einfach so, dass diese Fachdisziplin ja, Gehirnstrukturen hat, wo eben das Gehör eine besondere Note hat, eine besondere Wahrnehmung. Und vermutlich sind deswegen Kardiologen Musikliebhaber und auf dem Gebiet auch immer etwas aktiv. Also vorstellbar, meine Interpretation. Es kann andere Ursachen haben. Musik fürs Herz. Ja, genau. Genau. Wenn du, eine abschließende Frage vielleicht noch, wenn du jetzt dir vorstellst, du bist 15, 17 oder sowas und hast dann die Erfahrung von heute und diese Liebe zu deinen ja doch drei Fachbereichen, kann man so sagen, ja, den Geparden, der Tiermedizin und auch der Musik oder dem Gesang, würdest du deine Karriereentscheidung genauso nochmal treffen, würde sagen, die Tiermedizin, die versorgt mich und dann kann ich rechts und links die Musik und die Geparden erleben oder würdest du das heute so anders entscheiden? Also das hypothetisch, ist klar. Das ist wirklich nicht zu beantworten. Schauen wir in die Jetztzeit, wo wir hier sitzen. Wir haben eine Pandemie, etwas, womit niemand gerechnet hat, was sich keiner wünscht. In meinem jetzigen Beruf bin ich systemrelevant und darf, / muss arbeiten. Ich würde es eher als darf bezeichnen. Ja. Wäre ich jetzt Musiker, würde ich zu Hause sitzen, würde über Skype versuchen, eine Art Hausmusik zu streamen und hätte an dieser Situation noch mehr zu knapsen. Also meine Hochachtung gilt allen, die in dieser Zeit da betroffen sind. Danke. Und die Tiere? Ja, die Tiere, das ist eine andere Nummer. Das Tierleben geht weiter. Tiere haben Coronaviren, insbesondere Katzen, die mit diesem Coronavirus zwar in der gleichen Familie sind, aber nicht diese Art der Krankheit machen und nicht diese Humanpathogenität entwickeln. Das heißt, als Tierarzt bin ich mit diesem Thema mehr als gut vertraut. Für mich ist das also alles ein besonderer Fokus, ein besonderer Blickwinkel, den wir da erleben. Wie ja, schwierig ist es für Leute, die eben fachlich mit Virenkrankheiten, Viruskrankheiten eigentlich gar nicht umgehen können. Ja, die Tiere leben weiter. Wir müssen für sie da sein, für die Besitzer da sein, dass wir hier tierschutzgerecht zur Stelle sind, dass Leiden abgewendet werden kann. Wir können es uns nicht erlauben, zu sagen, wir können jetzt aus Eigenschutz nicht weiterarbeiten. Ja. Das sind auch Lebewesen. Und vielen bedeuten die in dieser Zeit immens viel, noch mehr als sonst. Und ja, wir müssen die Stellung halten. Das machst du sicher. Ralf, ich bin ganz dankbar, dass wir so ein klein bisschen reinschauen konnten in dein Leben, dass du uns da hast teilhaben lassen in diese drei interessanten Bereiche. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal zur klassischen Musik hier in Risum.
Da hast du ja auch gerne. Durchaus Verwandtschaft hier vor Ort. Oder wir sehen uns dann vielleicht mal irgendwann in der Nähe von kleinen Tieren mit schwarzen Punkten auf eben nicht ganz weißem Hintergrund. Ja, es wäre mir eine Freude. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und Sekunde noch, ich möchte mich noch eben bedanken bei den Produzenten dieser Interviewreihe. Das sind Gäste von Weltklassik am Klavier, die dadurch, dass sie einen finanziellen Beitrag leisten zur Produktion dieser Videos, eben auch einen Beitrag für die Unterstützung der Pianisten in diesen schweren Zeiten leisten. Wie das geht, folgt im Abspann und da werden sie dann auch alle namentlich erwähnt, die jetzt schon beigetragen haben. Ich wünsche dir einen schönen Abend und dann ja, einen schönen Weihnachtsfest auch, ja, und frohes neues Jahr. Wir wollen einfach nur eins, wir wollen ein stinknormales Leben im nächsten Jahr weitermachen. Das wäre unser größter Wunsch. Das ist unser großes Ziel. Ich bedanke mich. Also, alles Liebe, alles Gute, Ralf. Alles Liebe, alles Gute. Bis dann. Gesund bleiben. Tschüss.